Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine werten Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 mit der mächtigen Vampirküste. Wir müssen mal gucken, was jetzt denn so der nächste Zug denn hier wäre. Ich glaube, wir waren dabei anzugreifen. Das werden wir natürlich auch machen. Shotek ist dem Untergang geweiht. Ist wirklich sehr schöner Raubwert, den wir uns hier jetzt gönnen werden. Er hat zwar einen wilden Stegadon dabei, aber wir sind natürlich perfekt aufgestellt für die Echsenmenschen. Gerade hier mit unserer Hellebarden-Infanterie, die werden hier, denke ich mal, dann das schon rumreißen. Gerade gegen die Kroxigore, gegen das wilde Stegadon, werden wir hier einen ganz klassischen, entscheidenden Sieg in Shotek erringen. Ja, aber es freut mich natürlich auch sehr an der Stelle, dass ihr wieder mit dabei seid in dieser wunderschönen Kampagne. Wir wollen mit der Aufstellung natürlich direkt beginnen. Wir werden hier ganz frontal dazwischen hauen mit unseren Einheiten. Natürlich mit der gewaltigen Schusskraft unserer Piratenhorde werden wir hier, denke ich mal, den Sieg davon tragen. Das sieht doch sehr gut aus. So, dann hier in Reihe und Glied einmal nach vorne und dann können die Mörser auch hier direkt schon bitte mal die Skin-Kohorte mit ihren kleinen süßen Holzspärchen vernichten. Es ist eine schöne Stadt. Ich meine, also wenn man sich das mal so ein bisschen vergleicht, ich habe in letzter Zeit mal wieder ein bisschen angefangen, Total War Rome zu spielen und Rome 2. Die Grafik, die ist fantastisch geworden, was das Schlachtfeld angeht. Es ist so viel Liebe im Detail, gerade dann nochmal zum Warhammer-Universum. Es ist unglaublich toll. Deswegen freue ich mich immer wieder aufs Neue, dass wir so etwas Schönes hier dann beobachten können. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, schicke ich euch beide hoch? Ich denke mal, das machen wir. So, du wirst bitte hier vorne hingehen und das Tor dann schon mal dezimieren. Wir müssen natürlich erneut ein bisschen Beschuss über uns ergehen lassen. Aber das ist ja das kleinste Problem. Das werden wir ohne Probleme schaffen. Ja, und so gefällt mir das doch ganz gut. Dann werden wir natürlich mal ordentlich hier dann die Musketen glühen lassen. Die Mörser werden natürlich den Rest erfüllen, damit wir hier dann auch rucki-zucki drankommen. Der Loser Harkon ist ja, ich weiß gar nicht, auf was er jetzt gerade getrimmt ist. Auf Narzisst, glaube ich, war das doch, oder? Ich meine auf Narzisst. Ich müsste mich jetzt täuschen. Magieresistenz ist erhöht, das Extrapulver ist klar. Ja gut, was soll's, ne? Halb so wild. Gehen wir halt in den Nahkampf über gegen die Saurus-Krieger. Das ist das kleinste Problem. Aber du kannst von den Mauern her aus nicht, ja doch, zaubern könntest du, aber sonst kannst du nichts Besonderes machen. So, hier die Skin-Kohorte mit Speerchen noch. Schön mal hier rubbel die Katz mal dran. Wie sieht das Tor aus? 94%, das sieht sehr, sehr gut aus. Dann können wir auch hier dann schon mit unseren Truppen dann auch hineinstürmen. Du kommst bitte einmal zurück. Das wilde Stegadon ist natürlich nicht gut mit Kirschen essen. Aber da müssen wir schon uns ein bisschen hüten. Aber wir sind fleißig dabei am Rumpfeuern hier. Das sieht doch sehr gut aus. Klau dir mal ein bisschen Vitalität. Damit sie auch ein bisschen langsamer sind, können wir das Piratenschiff eigentlich hier oben aufstellen? Ach, das wäre ja auch ein Traum gewesen. Nee, können wir leider nicht. Das werden wir dann später behalten. Also für später behalten. So, und du wirst natürlich hier weiter schön buffen mit der magischen Munition. Magische Munition ist halt total tödlich. Das tut ihm unglaublich weh. So, und einmal hier rüberkommen, meine Untoten. Ja, holt sie euch. Es ist halt einfach zu schön, um wahr zu sein. Ne? Ich liebe dieses Piraten-Setting. Es ist endlich mal etwas komplett anderes, das wieder Normalstrom-Kampagne. Ich meine, gut, nachdem ich ja mit dem werten Michael, die Grüße gehen raus an der Stelle, natürlich auch alle Fraktionen nochmal Normalstrom-Kampagne durchgespielt habe mit Together, freut es mich ja umso mehr, dass wir jetzt hier ein wenig Ruhe haben.
Und ich natürlich hier auch wiederum mich austoben kann mit diesem wunderschönen Piraten-Setting. Unsere Einheiten haben einigermaßen ein bisschen gelitten. Das ist halb so wild. Mal gucken. So ein wilde Stegadon ist eine niedrige Bedrohung für unsere Krabbis. Tja, da zwicken wir dir den Schwanz ab irgendwann vielleicht mal, ne? So wie es ausschaut. So, wir werden natürlich jetzt anfangen, hinten auf die Kroxigore zu schießen. Die Zinnen sind unser. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal mit unseren Einheiten mal unten rein. Ich denke mal, das sollte uns ganz gut gelingen. Der ein oder andere wird natürlich jetzt sofort hier wahrscheinlich angegriffen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Oh, der Zauber kam noch durch. Wundervoll. Haben sie wieder was einfallen gelassen hier mit ihren Zaubern. Das ist halt super. Finde ich gut. Ja, auf den Zinnen müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Ich denke mal, die kommen schon alle runter. Mit den Stangenwaffen. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, die kommen alle runter. Kommt runter, kommt runter. Damit wir oben nämlich auf den Zinnen Platz haben. Und euch würde ich nämlich vorschlagen, ihr kommt nämlich hier oben schön in Reihe und Glied einmal hoch. Wenn uns das denn auch gelingen sollte. Gott, sind das viele. Dann bitte einmal so, wenn es geht. Ich hoffe, dass sich da keiner mehr sammelt. So, Zombie-Decker weiter. Ab nach vorne an die Front. Die Kroxigore warten. Haben wir eigentlich noch hinten noch welche? Ja, da haben wir noch welche. Mörser, ihr dürft euch mal ein bisschen austoben, auch wenn es wenig bringt. Ach, schön. Also da muss man wirklich sagen, ich glaube, da hat doch Creative Assembly, ich glaube, schon mitbekommen, dass wir Spieler oder ein Großteil der Spieler halt auf große Monster stehen. Mit dem verwesenen Leviathan, mit dem Koloss und mit vielen anderen tollen Einheiten hier natürlich auch dann ausgeholfen an der Stelle. Damit wir noch mehr Spaß haben. Das ist halt sehr, sehr cool. Ja, ihr könnt bitte die jagen. Ihr sollt euch gar nicht mit denen beschäftigen. Das machen die hier. Ja, sehr gut. Also es gefällt. Ne? Sagen wir es mal so, es gefällt. Es sieht super aus. Niedrige Bedrohung. Klauen ihm bitte seine Vitalität. Er ist nämlich müde schon. Einfach zu Ende machen hier. Und holt das Stegadon hier runter. Zack, zack. Ja, Captain, du kommst mal bitte nach hier. Du hast zu viel Schaden erlitten aktuell. Ja, wie ihr seht, wir überlaufen hier unseren Gegner. Mir nichts, dir nichts. Schön weiter, immer weiter. Einfach einmal drüber laufen. So wie es sich gehört. Und da ist der Sieg schon, ha, verbucht. Ein entscheidender Sieg, wie es sich gehört, und wir werden das natürlich ausrauben. Ja, selbstverständlich. Bekommen ein heulendes Banner, das ist nett. Ritus freigeschaltet, der Fluch der Kanone der Königin, wo die Zwergen sich sogar im Grabe herumdrehen würden. Dieses dicke Ding kriegen wir. Und wir werden das jetzt einfach besetzen. Aus dem Grund, dass wir nämlich auf der einen Seite hier nochmal die Gebäude abreißen können. Wir werden auch hier Chotek einfach fallen lassen. Wir werden uns da jetzt noch die Belohnungen holen. Abholen. Also in der Hinsicht, wir werden das Gold jetzt noch mitnehmen, aber mehr dann auch nicht. So, der gebrochene Verstand einmal für Lusor. Die Raserei ist super. Du bist Rang 8 geworden. Ah, ich denke mal, wir geben dir ja den Nebel der Verdammten. Der ist eigentlich ganz cool. So, und dir geben wir Durchwühlen für mehr Geld oder eher vampirische Korruption. Ich denke mal, wir werden erstmal Durchwühlen hier annehmen. Und hier haben wir auch direkt Gentleman Jenkins. Um den könnten wir uns auch direkt als nächstes drum kümmern. Also bisher bin ich ganz zufrieden. Es sieht soweit ganz gut aus. Du bist ja hier in die Blutsümpfe hineingekommen, weil wir das ja auch gerne so wollten, weil wir haben ja hier unten einen Feind, der auf uns wartet.
So, wir werden hier auf jeden Fall den Artillerieschuppen jetzt bauen. Wir werden hier die Waffenkammer der Seelenlosen bauen. Und schon mal anfangen, die Vampirküste, soweit wie es geht, dann auch auszubauen. Die Lagune nehme ich gerne mit und wir nehmen einmal die trostlose Sandbank mit. Black, du kriegst meinetwegen gerne die Offizierskajüte schon mal. Wir haben beschädigte Gebäude, das kann uns eigentlich egal sein. Ich meine, 1296 sollen wir dafür ausgeben, für etwas, was wir eh nicht halten. Das sehe ich nicht ein. Ja, wie ich es mir auch dachte, Kalidor und Lothan, klar. So, und dann sind wir direkt schon in unserer Runde, was ich sehr, sehr gut finde. Wie sehr habt ihr euch denn regeneriert? Das sieht doch ganz gut aus. Der Gentleman Jenkins, der will es doch unbedingt wissen, oder? Dann werden wir doch mal hier ein schönes Seegefecht führen. Verursacht Angst und Entsetzen. Das ist gut. Das gibt doch mal unserem Captain. Er hat zwei Mörser, er hat eine Kanone, er hat ordentlich viele Armbrustschützen, aber sonst einen Haufen Infanterie. Ah, 12 Punkte ist ein bisschen wenig. Warten wir mal eben kurz ab. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr. Jawohl, Randall ist mit uns. Oh, das freut mich. Sehr schön. 20 Punkte. Ja, ein sehr interessantes Schlachtfeld hier gegen unseren Feind. Wir müssen mal gucken. Wir haben hier so eine schöne Vorhutsaufstellung. Die werden wir jetzt mal mir nichts, dir nichts, nämlich hier hinten hinstellen, versteckt. Damit wir ihm nämlich direkt seine Mörser und alles andere hier zerschlagen können. Das hat er sich wahrscheinlich so vorgestellt. Gegen den Fluch der Karibik hier antreten zu wollen. Nee, wir müssen die Mörser noch einen Ticken weiter ranstellen. Die Musketenschützen werden wir schön mittig stehen lassen, damit sie auch hier überall ihre Breitseite abgeben können. Ja, und dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber da müssen wir jetzt natürlich an der Stelle nur gucken, wie wir es machen. Die zwei werden wir jetzt noch ein bisschen hier nach vorne schicken. Dann hat die nämlich auch schon hier die komplette Kontrolle. Hier schön die Seiten absichern. In der Mitte nehmen wir die Krabbis mit dazu, dass sie unsere Musketen schützen. So, und unsere Mörser, die sollten vielleicht mir nichts, dir nichts auch mal anfangen. Hier einfach mal so ein bisschen Feuerhagel los. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Ich wollte doch gerade sagen, dass sie hier einfach mal losballern. Kriegt auch mehr Genauigkeit. Der Captain ist bei euch. Du kommst auch bitte nach vorne, Lusor. Ja, ist natürlich jetzt das Artillerieding hier. Oh, da haben wir sogar ordentlich die Großkanone getroffen, komischerweise. Aber es ist ja auch nicht das große Problemchen. Oh, schaut euch das an. Wenn das denn doch trifft, das ist doch schön. Ja, komm, dann schieß halt meinetwegen mal auf die Großkanone. Was haben wir denn anderes zu verlieren? Die Einheiten stehen schon. Das ist ein schöner Fluch hier. Nahkampfangriff weniger. Aber er will sich ja auch keinen Meter bewegen, wenn ich das richtig sehe, ne? Keinen Meter. Der Schweinepriester hier. Wir können super im Wasser kämpfen. Das ist gar kein Problem für uns. So, Krabbis hinterher. Natürlich auch hier unsere Kommandanten hinterher. Die können wir sogar ganz nach vorne schicken. Die Großkanone zieht sie schon zurück. Dann werden wir es hier im Doppelpaket machen mit den Armbrustschützen. Sehr gut. Und dann werden wir nämlich jetzt von hinten mit dem Schrecken der Nacht mit den Lightheim-Suchern uns die Mörser holen. So, Lusa, wie sieht's denn aus? Kannst du schon? Ja, du kannst schon, ne? Volle Breitseite, Männers! Da gucke ich mir doch nochmal hier einen schönen an. Ah, herrlich, oder? Und bum, 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 bum. Oh, ist das gut. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. So, dann einmal ab nach vorne, Krabbis.
Ich meine, da haben wir genug zu tun, da haben wir ordentlich zu tun. Da ist sogar ein Kommandant mit dabei. Ja gut, du kannst ja auch selbst hier auf den Kommandanten gehen. Ja, du erstmal mit deinem Flug nimmst den die Möglichkeit, hier weiter mit dem Nahkampfangriff rumzuholzen. Du wirst ihn noch buffen. Jetzt werden wir natürlich an den Rändern ganz schön aufgemischt, ne? Aber das ist nicht das Problem. Die Armbrustschützen ist kein Problem. Lauf der anderen Miliz hinterher. So. Und hier die Armbrustschützen, die werden wir uns hier dann doch mal holen. Mit unseren Lightheim-Suchern. Ja, lauft. Da hätte ich auch Angst, wenn so etwas unter meinem Bett auf mich warten würde. Glaubt mir. Aber das sieht doch gut aus. Da haben wir doch direkt schon das Battle gewonnen hier. Da schicken wir hier noch ein bisschen Unterstützung rein. Eieiei, wo feuert ihr denn hin? Das ist doch nicht so wie geplant. Schießt mal da hinten hin, genau. Einfach der freie Schäler-Miliz folgen. Die haben natürlich jetzt nicht so die Mordsgeschwindigkeit, muss man dazu sagen. Zack, haben wir gewonnen. Bam! Wir sind der Piratenkönig. Aber das ist genau das Schöne, was ich nämlich meine. Wir müssten uns eigentlich gar nicht auf dem Land um irgendetwas normalerweise, dass wir natürlich so ein großes Problem haben mit den Echsenmenschen. Wir könnten auch die ganze Zeit auf der See bleiben. Ja, wir nehmen das Gold. Immer das Gold. Immer. Man sieht es ihnen zwar nicht unbedingt an, doch dieser Schatz hat es in sich. Ihr habt nun die Kontrolle über eine Eliteeinheit, die euch auf Wunsch zu Diensten steht, Admiral. Das ist doch sehr gut. Erinnerungsstück des glücklichen Levi schaltet legendäre Söldnerregiment frei, und zwar die Zombie-Piratenartillerie mit Musketen. Das ist gut. Möglicherweise erhaltet ihr einen Schatz. Das ist sogar noch besser. Dich haben wir aber jetzt noch nicht zerschlagen hier, ne? Ja, ja. So, da musste ich mir doch direkt mal eben kurz noch einen Tee holen, denn meine Stimme versagt immer mehr und Randall ist erneut mit uns. Das ist doch, das ist doch das Beste überhaupt. Wachmodus eingeschaltet, bitte weit vorankommen. Unsere Lightheim-Sucher, wie erneut von hinten. Schön Randa. Euch werden wir, denke ich mal, hier so aufstellen. Hier seid die glückliche Zwei. Habt ihr eigentlich auch die Vorortsaufstellung? Ach, Tatsache. Ja, dann wollen wir das doch mal probieren. Wer hat denn noch eine Vorortsaufstellung? Ihr nicht? Die Lightheim-Sucher ist klar. Ihr auch nicht. Ja gut, dann let's go. Zack, schicken wir sie einfach alle rein. Ich meine, können wir nichts mit verkehrt machen. Die Monster hier, die werden uns, denke ich, doch mal alles kleinkloppen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dann werden wir schön von hinten kommen mit den Lightheim-Suchern. Und, ihnen das Fürchten lernen. Zumindest lehren. Aber ich hoffe, das gelingt uns. Ich meine, eieiei, da sind sie schon am Wanken. Eigener Beschuss, das ist nicht gut. Aber ich meine, muss ja auch mal sein, wenn wir schon hier den ein oder anderen Buff haben. Das ist doch super. Warum denn also nicht? Kannst du hier schon drauf zaubern? Nee, ne? Ihr müsst euch alle ja erstmal bewegen. Das dauert halt so lange. Die sind halt so Lama, ne? Die sind halt so Lama. Schießt mal bitte hier drüben in die Bogenschützen. Nicht in die eigenen Einheiten. Ich meine auch letztendlich, wenn wir einen verlieren, dann ist so halb so wild, ne? So, wir waren der Schnellste. Du warst der Schnellste. Ja, dann bitte. Geh mal ran da. Vielleicht sehen wir nochmal das Schiffelein. Oh, da kommt es. Das Schiff ist das Beste im ganzen Game. Bei aller Liebe. Aber das Schiff ist ein Traum, ist das Schiff.
Ja, hier den Kommandanten bitte. Der nervt noch ein bisschen. Der riecht nach Maggi. Und dann haben wir es auch. Ja, wo ist der Rest der Truppe? Seid ihr am Schießen? Ne, seid ihr immer noch nicht. Seid zu dusselig dafür. Kommt ran hier. Die Zombies hier wieder. Aber die sind aber nicht die schnellsten. Ne? Das ist, muss man ihnen ja auch schon so ein bisschen zum Vorwurf machen hier. So jagt sie. Kommt schon. Was macht ihr denn eigentlich da hinten noch? Los. Da, 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 da. Ihr habt doch hier gar nichts mehr zu suchen. Ihr habt doch hier schon gar nichts mehr zu suchen. Oh, wenn ich schon sehe, wo die Mörser wieder hinschießen, ne? Hier, das ist ja feuerfrei einstellen. Macht nur noch das, was ich will. Und sonst ja nichts. So. Und danach müssten wir ihn ja dann auch fertig haben. Ja. Danach geht er unter. Ja, haben wir wieder gewonnen, ja. Sehr gut. Gib das Gold her. Das Restliche, was du noch hast. Und stirb nicht in Frieden. Die Freibeuter vom Port Royal. Tja, Geschichte. Gut, dann kommen wir erstmal zurück an die Küste. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir wirklich die Skorpionküste vielleicht nicht doch noch mitnehmen sollen. Das weiß ich halt nicht. Das ist halt die große Problematik daran, dass man das eigentlich nicht weiß. Es ist eine zu kleine Provinz, um sie eigentlich halten zu können. Und wiederum eine zu blöde Provinz, sag ich halt jetzt mal. Na gut, was soll's. Wir werden erstmal hier weiter drumherum reisen. Uns gehört das ja hier. Das heißt, wir haben eine super Regeneration mit dabei. Die Führerschaft. Ja, die Führerschaft ist super. Rang bei Rekrutierung der Helden der Vampirflotte. Ja, Handkanonen. Noch mehr Schaden. Ja, nimm mir erstmal die Handkanone mit. Das gefällt mir ganz gut. Und du nimmst bitte weiter durch Wühlen mit. Damit wir dann natürlich noch mehr Geld herausschlagen können. Nicht zugewiesene Punkte. Ach, der Black. Der Black kriegt erstmal den Durst. Und der Black kriegt dann auch seine Kapitänskajüte. Würde ich jetzt vorschlagen. Hier hält sich die öffentliche Ordnung. Hier haben wir natürlich gerade so ein kleines Problemchen. 1600 nehmen wir noch mit. Ja, Black, was machen wir denn mit dir? Werden wir mit dir auch die See unsicher machen? Oder sagen wir erstmal, nee, wir machen erstmal einen ruhigen mit dir, Blackie. Das Problem ist halt, wenn wir uns mal angucken, wie teuer ist denn die Armee vom Luthor? Das sind 2850 Gold. Und das ist eine Armee, die möchte ich eigentlich am liebsten noch ein bisschen umbauen. Und die wird dann höchstwahrscheinlich, ja, noch mehr Gold kosten. Zumal er hat ja schon die besonderen Gebäude. Oder ich sag mal zum Beispiel die große Kabine für den Unterhalt. Und dann wiederum immerhin schon mal den Ruderstock für minus 10% Unterhalt für alle Einheiten. Also so ganz ist es, so ganz einfach ist es nicht. Das heißt, würde der Black jetzt aktuell dieselbe Armee tragen, wäre wahrscheinlich sein Unterhalt, der Armeeunterhalt, deutlich teurer. Tja. Und den Held haben wir nicht bewegt. Das werden wir jetzt auch noch machen. Wir werden jetzt in Lothan für 4900 eine Beutebucht, eine Piratenbucht einrichten. Wir werden sie ausskillen, dass die Kosten reduziert sind für eine Piratenbucht. Und damit kriegen wir auch schon mal für 10 Runden lang ein Malus, dass die nächste Beutebucht, die wir jetzt in den 10 Runden ansetzen sollten, 100% mehr Gold kostet. So, in dieser Beutebucht, so sieht es nämlich dann aus, in der Meerenge von Lothan, haben wir jetzt in Lothan selbst eine Beutebucht errichtet, haben wir mehrere Möglichkeiten. Der Ruheort der Piraten wäre natürlich auch ganz interessant. Ja, die verdorbene Taverne ist, finde ich, ziemlich cool, wenn es um eine Provinz geht, die wir selbst gerne einnehmen würden. Ja, weil die vampirische Korruption um benachbarten Provinzen, das ist halt richtig schlimm. Ja, das ist wirklich schlimm.
Wiederum haben wir einmal die Schmugglerbucht. Damit haben wir ein konstantes, regenerierendes Einkommen. Also in dem Fall hier von 200. Haben erhöhtes Handelseinkommen, Forschungsrate. Bin aber dafür, dass wir das Versteck der Seeräuber hier reinsetzen. Denn das Einkommen aus lokalen Siedlungen wird um 50% abgezwackt. Es braucht jetzt nur eine Runde. Dann haben wir das und dann werden wir auch hier sehen, was wir hier dann kriegen, meine ich in der Übersicht der Schatzkammer, wie viel Geld es uns denn bringt. Da bin ich doch ganz neugierig. So, ich hoffe aber erneut, dass es euch gefallen hat. Mir macht es eine Menge Spaß. Es ist schön, dass wir doch gut gewachsen sind. Wir haben noch den ein oder anderen schrecklichen Krieg hier vor uns. Aber das und vieles mehr, wie immer, das nächste Mal. Euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.